Resident Evil Revelations. Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Revelations. War letztes Mal ja bei Kapitel Nummer 2, oder, ja, ne, Kapitel 2 kann man nicht sagen, wir waren bei Kapitel, oder Episode 2, die erste Kapitel, sagen wir mal so, und wir waren mit Chris und Jessica in irgendwelchen Gebirgsregionen unterwegs und mussten uns so ein paar zombifizierte Hunde oder sowas in der Nähe oder Art da zu Wehr setzen. Ging doch einigermaßen. Wir hätten vielleicht noch mehr von diesen Fallen einsetzen können, aber okay. Wir machen mal weiter und warten und gucken mal, was uns jetzt noch erwartet. In dem logischerweise zweiten Abschnitt von Episode 2. Und Gästekabine, 20.32 Uhr. Das sieht aus wie Jill natürlich. Ja. Gute Frage, wo? Jill. Parker. Wo bist du? Keine Ahnung, so ein Raum. Irgendwo auf dem Schiff. Verdammt, der Bastard hat meine Waffen. Erreichst du die Zentrale? Nein, ich habe keine Verbindung. Formieren wir uns neu. Ja, wo bin ich bloß? Hier gibt's eine Tür. Da muss ich schieben. Ah ja. Ich glaube, ich weiß, was das jetzt ist. Da kann ich mich noch erinnern. Wir haben keine Waffen, kein Genesis, wir haben überhaupt nichts. Aber ein grünes Kram finden wir. Haben wir jetzt wieder eins. Okay, dazu will ich keinen Kommentar ablassen. Ah, winziges Wasser. Okay, machen wir das mal ab. Was ist das? Ein Schraubenzieher! Wozu brauchen wir denn einen Schraubenzieher? Sonst ist hier nichts, oder? Scheint nicht so. Oh doch, hier ist noch was. Schraubenzieher ausrüsten, nee, ich muss ausweichen. Wenn Sie L oder R das X zum richtigen Zeitpunkt drücken, können Sie ins Fenster ausweichen. Okay. Das war natürlich geplant, dass er da reinläuft. Aber habt ihr gesehen, als das kam, musste ich nur L nach oben drücken und habe X rein gedrückt. Mit dem Ausweichen sind die sich nicht so ganz sicher, was sie schreiben sollen, ne? Nicht bleibt der da drin. Okay. Ah, okay, dafür brauchen wir einen Schraubenzieher. Ach du Scheiße, was sollen wir jetzt machen? Nicht bewegen, der ist da fest, dann muss ich da was machen und den dann dahin vielleicht und dann den noch dahin und dann haben wir es. Und dann bewegt sich der komische Typ dann wieder, also schneller raus hier. Er speichert. Munition. Ne, können wir nicht aufmachen. Da bräuchte ich... Hätte ich bloß meine Waffen. Du brauchst nur ein Messer eigentlich dafür, aber egal. Zur Brücke geht es da wohl raus und da müssen wir, ja klar, wir dahin müssen, aber auf jeden Fall kommen wir da erstmal nicht hin. Ja. Oh, hab ich. Das sollten wir doch möglichst vermeiden. Jill, du kannst ohne Waffe nicht kämpfen. Du musst versuchen auszuweichen. Gut, wo gehen wir lang? Haben wir eine Karte eigentlich noch? Die haben wir, aber die ist... Oh. Doch, wir sind gerade richtig. Wo müssen wir hin? Ja, wir sind ganz weit versteppt worden, wie ich das sehe.
Ja, gut, das wird uns nicht helfen. Wir müssen. Das scheint unser momentaner Standort zu sein. Aber ich glaube, wir müssten hier lang gehen erstmal. Oh, geil. Kartenleser, okay. Wir haben keine Karte für den Kartenleser. Dem sollten wir vorbeigehen. Haben. Ich muss das einsetzen da. Ich hab nichts zum Einsetzen. Das ist überhaupt eine Shotgun, ne? Ja, aber komischerweise glänzt das über dem Gewehr. Das ist nicht so. Das ist komisch animiert. Ja, Hilfe. Geh weg. Genießt du dein Essen da, ich bin nur mal auf der Durchreise. Wo sind wir jetzt? Wer ist das da hinten? Na gut, okay, ich sehe erstmal keine Feinde. Hier was wieder drunter? Nö. Das scheint die Queen Zenobia zu sein. Als ich noch gute Zeiten erwischt hatte. Hier ist wieder ein Anker. Okay, da können wir natürlich nicht rein. Und hier. Hier gab es wohl mal Essen. Da ist eine Tür. Und da kommen wir wohl nicht rein. Ah, Packer. Jill, alles okay? Ja, aber auf dem Schiff wimmelt es von BOWs. Okay, wir brauchen unsere Waffen. Ich glaube, ich habe sie vorhin gesehen, aber ich bin nicht rangekommen. Ich brauche dich, um sie zu kriegen. Wenn wir zusammenarbeiten, sollte es klappen. Okay. Ja, halt mal die Tür auf. Okay. Warte! Da sind noch mehr Viecher. Ich habe das hier gefunden. Bringt uns das was? Ja, das könnte genau das Richtige sein. Können wir hier weiter? Kartenleser, okay. Dann müssen wir wohl hier weiter. Die Waffen sind gleich da vorne. Schnell! Die umgehen wir mal einfach. Ist er noch nicht? Na gut, wir sind aber auf jeden Fall schon mal vorbeigekommen. Ist voll okay. Was haben wir hier? Koffer? Spezialzugehör! Jill, ich habe unsere Waffen! Sie sind hier! Da? Ah, okay, da liegen sie. Nehmen wir sie erstmal. Jo. Mal gucken, was ist das? Hier ist hier eine Kiste wahrscheinlich. Hier können Sie Waffen ausrüsten oder wechseln. Sie können sie außerdem im Zuge ausrüsten, sofern Sie welches haben. Jede Waffe, die Sie auf hier ablegen, okay. Schaden habe ich bekommen. Ja, bauen wir gleich mal rein. Und da hinten drin was hier.
hinten war voll. Können das also nicht aufnehmen. Okay. Wir haben unsere Ausrüstung. Und nun? Jetzt kontaktieren wir das Hauptquartier und machen Meldung. Von der Brücke aus sollte das gehen. Dann los! Von der Brücke aus, da waren wir doch noch nicht, ne? Was ist hier? Verschlossen. Und hier? Zimmer 200. Ist ein Mistvieh. Habe ich festgesessen. Was ist das eigentlich für ein Typ da mit der Gasmaske? Was hat er vor? Glaubst du, ich weiß das, was der Typ vorhat? Hast du auch hier was gehabt? Anscheinend. Na gut. Müssen wir quasi ja zurück. Das kann ich nicht. Verstehe ich nicht, was das sein soll. Hier können wir nicht rum. Das heißt, wir müssen runter hier rum. Haben wir eben gerade noch das Geld. Okay, was haben wir da? Dann machen wir das Turm jetzt an. Hier ist nichts mehr. Okay. Aber der Karten, ich bin ein Kartenleser. Hier ist wieder was. Munition. Nein, wieder Spezial sogar. Moment, das Bild hängt da schief. Wisst ihr was? Nee, schade. Was ist das überhaupt für ein Bild? Terrija, würde ich mal sagen, ist das. Auch wenn es ziemlich verpixelt aussieht, aber das dürfte Terrija sein. Oh. Verdammt! Diese Viecher sind überall! Na, jetzt ist er auf jeden Fall tot. Ja, wo er ist, er ist tot. Munition! Hier muss doch irgendwas sein, oder? In dem sieben Raum ist doch irgendwas zu finden. Dann ist scheinbar doch nichts. Doch, hier ist was. Pistolenmunition. Noch was? Da ist noch was. Das sieht von hier aus. Wir sind eigentlich nicht voll, okay. Aber eins weiß ich noch. Und zwar das hier. Ja, das war's dann wohl. Wir müssen zurück.
da ist noch was. Ein Granatloch. Pistolenmunition. Das passt gut, denn ich bin wieder voll mit Pistolenmunition. Ist doch das hier? Scheint nicht so. Ah, da. Okay. Das ist wieder für Pistolenmunition. Aber das ist ja nichts mehr sonst. Okay. Munition aufnehmen, man weiß nicht, wann man sowas mal gebrauchen kann. Im Zweifelfall Resident Evil teilen immer. Also. Was war hier? Ah ja, gut, hier war die Waffe. Wir haben ja noch nichts gefunden, was wir da einsetzen können. Es muss ja was Rundes sein, irgendwie. Kartenlaser. Hallo. Was ist denn du? Du bist ganz böse auf jeden Fall. Aber ich kann noch scannen. Ach du Scheiße. Was war jetzt hier noch? Oh. Heilen wir uns mal. Ja, park direkt da. Den geben wir schnell noch nicht mit. Jo, voll aufgeladen. Das ist es auf jeden Fall. Na gut, okay, dann war ich nur noch in der Toilette. Ich muss mal so abschießen, hab ich keine Zeit mehr, ich muss gerne davor. Na doch. So. Vielleicht die Zeit für Kill und noch scannen. Da konnten wir ja nicht weiter, dann war. Hier war ich drin, ne? Na gut, komm, lass leben. Ich hab nicht genug Munition dafür. Ja, komm. Geh mal weiter. In Richtung Brücke. Ah, hier ist Munition. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Ja, Steuerrad. Da kommen wir nicht weiter. Ein Aufzug. Seht ihr? Der scheint zu funktionieren. Unglaublich. Ja, zur Brücke wollen wir. Jetzt gehen wir zur Brücke. Ups. Ja, hier ist wohl noch jemand anders, außer wir. Auf der Suche nach der Brücke ist noch was drin. Oh, cooles Kraut. Perfekt, dann haben wir 5. Hier ist nichts drin.
Schrotgewehr-Munition, aber wir haben natürlich das Schrotgewehr schon gefunden, aber wir haben es nicht dabei, das ist das Problem. Weil wir es ja nicht bekommen haben. Hm. Okay. Bin auf der Brücke! Da haben wir nicht was ganz Gutes. Ist es das? Ja, es wird sein. Munitionskiste, Pistole. Jetzt können wir mehr. Ja, jetzt können wir mehr Pistolenmunition aufnehmen. Und das ist dann in Zahlen so viel wie 50. Nicht mehr 30, jetzt sind es 50. Da ist noch was. Eine Handgranate ist es. Noch was? Scheint nicht so. Doch, da ist noch was. Ein Handabdruck. Okay. Wir können den Kurs nicht ändern. Wir sind vollkommen manövrierunfähig. Wie es aussieht, kann der Täter noch nicht weit sein. Okay, dann kann sie doch nicht. Sag jetzt nicht, dass das der Schlepper war. Mist, wir sie zerfleckt. Jill! Du zuerst, Parker. Wer zur Hölle bist du? Oh, wir treffen da wohl anscheinend jemanden, der unseren Parker kennt. Na gut. Aber das ist das Ende von Episode 2, den doppelten Mysterien. Wir haben ja mal ein S rangeholt. Für Präzision. Und da hat wieder 2000 BP. Und wir bekommen dann doch noch ein A aufs Ganze. Okay, na gut. Aber ich würde sagen, das war Episode 2 und davor war 2-1. Aber ich mache hier einen Cut und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Resident Evil Revelations in Episode 3. Also, bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum Mikro. Bis dann.